Servus Leute, hier sind wir wieder beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, der Max ist wieder als Helfer dabei. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen uns noch eine kleine Stärkung und dann geht's gleich los zum Feld. Und ich habe gerade ein lustiges Schild gefunden, was uns da mein Onkel überlassen hat. Man muss nicht total verblödet sein, um hier zu arbeiten, aber es hilft ungemein. Das glaube ich auch manchmal. Okay, So, was willst du machen? auch mir ist das egal, da nimm du den Drescher und ich fahre mit dem Steier am besten, Passt. also erstmal ab Forschenhänger hin, stellen dir hin und dann. Ja, mach aber die Zwillingsreifen dabei runter. Ja, ich bin dabei. Beziehungsweise du brauchst eigentlich nicht abkuppeln, den. Was? Die Sämaschine schon. Nein, ich meine die. Na, wieso geht? Wie kann ich den starten? Bin ich jetzt zu Jetzt. blöd? Motor starten, Numpad-Eingabe. Der war nicht ausgewählt. Hey, Irgendwie kann ich den jetzt. gerade nicht starten. So, nochmal einsteigen. So, probieren wir es jetzt noch einmal. Ha, jetzt springt er an. Springt er an. Ja, endlich. Müssen wir gleich noch eine Reparatur zu bezahlen haben, ey. Ich habe mir schon gedacht, das wird jetzt Katastrophe. Das wäre eine Ausgabe gewesen, wenn wir jetzt einen Drescher auch noch gebraucht hätten. Mit 6, mit 6. Na. So. Schade, dass man da den Güllemischer, was da ist, bei der Güllegrube da, nicht ein- und ausschalten kann. Halt, dass sich der nicht die ganze Zeit dreht. Du Das ist läufst das davor? Quietschen. Ich bin schon in Richtung Feld, Ah, ja. ich sehe dich schon, okay. Ich blinke eh durch die ganze Map so ungefähr. Ja, bei der Rundumleuchte ist das schon heftig. Ich schalte es aber eklig aus. Ja, die zieht Dann extrem reicht es, wenn Deformen ich dir den nochmal. Hänger dann an die Seite stelle oder soll ich hier Ja, oben abtanken? nein, du kannst ihn ruhig an die Seite stellen, aber mitten Steirer dran. Wie bitte? Halt, lass den Steirer einfach dranhängen, halt nicht Ja, abkuppeln. klar. Und nimm da du gleich am besten nachher in den Bin Ladewagen. dabei. Bin schon dabei. Aber gleich mal hier. Nicht auf die Schwarte drauf fahren. Sonst kann ich ja nicht mehr sammeln. Ja, stell mal halt. Hey, wieso war der noch zum. Der war noch komplett voll. Haben wir den nicht abtankt letztes Mal nachher? Na, no, Na vergessen toll. fertig abzutanken. Ich habe jetzt 96%. Ja, ich bin gerade schon zum Hof gelaufen. Ja, ist egal. Ich muss eh rückwärts rausschieben. Okay, gut. Schieb mal raus. Die Rückspiegel benutzen. Die funktionierenden nämlich. Ja, ich wüsste. Also sie sind zwar ein bisschen verschwommen teilweise, aber Ja, immer aber besser so, als nichts. sie funktionieren. Beim Steirer aber nicht vergessen, den musst du glaube ich ausschalten Ja, auch, ich hab's oder? gerade mitgekriegt. Ich hab's schon mitgekriegt gerade. Muss ja jetzt eh erstmal warten. So. Während dem Fahren rausspringen, du bist lebensmüde. Nee, ich hab was angehalten. Das sah nur so aus. Ach Ich so, stand schon. okay. Der Motor aus. Positionsleuchte aus. Weißt du, Licht da dürfen wir aber aus. nicht stehen bleiben mit dem ganzen Zeug. Ja, ich fahr den ja da gleich aufs Feld. Ich wollte nur erstmal eine Bahn Schwarz einsammeln. Am besten du machst das mal hier, kriegst das hin, dass du hier den Streifen links machst. Ja, mache ich, wollte ich sowieso. Das wäre Gut. so ungefähr halbwegs sinnvolles Vorgewende gewesen dann. Ja, weil da kann ich nämlich dann noch besser den Steuer dahinstellen, beziehungsweise. Genau. Halt, ich mache da jetzt gleich eine zweite Spur. Daneben, ja. Die Breite. Dann kannst du gleich einmal drauf fahren nachher, weil es kommt Ja, kein Sch irgendwann. Und ja, liebe Leute, ich weiß, dass man normalerweise um Mitternacht nicht dreschen tut so unbedingt, aber ja, Geht nicht anders. das Spiel ist halt. Wir hätten natürlich vorspulen können, aber wir lassen das jetzt diesmal. Halt, es ist genau ausgegangen, dass wir um die Zeit hinkommen und deswegen lassen wir das. Ja. Und ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ja, das dauert ein bisschen bei dem. Der hat nur so ein kleines, dünnes Rohr. Ist schon, ja, das liegt an der Welle. An der Welle, okay. Ja, der dreht sich wirklich langsam. Da müssen wir mal ein bisschen Speed drauf geben. Kann ich der Handgas ein bisschen drauf geben, dass sich die Das wäre schneller cool, wenn dreht? man die Drehzahl erhöhen könnte. Ja. So wie bei dem hier, bei dem einen Kotter, da kannst du doch hier Zapfwellenleistung Ja, 1000 oder 500er. dann tust du aber einstellen, wie viel er sozusagen raushaut, oder? Wie viel Ja, na, Menge. oder reinsaugt. Oder reinsaugt, ja. Was ist damit? So. Ja.
Da ist noch vom letzten Mal so viel drinnen gewesen. Auf das habe ich gar nicht mehr gedacht, dass da auch noch was war. Aber stimmt, da bist du weggefahren mit dem Steyr. Ja. Und ich habe nachher den einfach genommen. Ja, da wollte ich gleich und wir haben gesagt, wir tanken am Hof ab, aber dann ja, irgendwie ja, vergessen. Ja, dann war schon der Port rum. So. Sollte wieder. Halt das vorgewählte Ding, wie komme ich auf jeden Fall rein? Dann könntest du mich für. Habe ich das Rohr jetzt eh draußen lassen, das passt, ja. So, du müsstest eigentlich neben mir sein. Ich sehe dich in den Rückspiegel. Oder bist ja, du hinter mir? Bisschen hinter dir. Okay. Nein, ich meine auf der Nebenspur, ja. Ja. Okay. Das hat jetzt so komisch ausgeschaut. Du sollst erstmal anhalten, weil. Hier ist jetzt so ein, oder ich fahre dir gleich hinterher. Ja, ich weiß. Ich schau nicht zurück. Ja, ist mir schon klar, aber ich bleib mitgedeckt. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt am sinnvollsten dreschen soll. Warte. Ja, ich fahr erstmal zurück und nehme die andere Spur gleich mit. Ja, ich will da zuerst das Vorgewendete fertig machen. Ja, ist schon klar. Ah, ich will nirgends reinfahren. Sollte ich irgendwie ausgehen da? Jetzt vielleicht die andere Spur daneben noch fertig machen müssen davor. Vielleicht besser gewesen. Ja, es ist gerade so blöd gewesen, dass ich nicht umdrehen habe können, sinnvoll. Und dann hätte ich wieder komplett reinfahren müssen wegen dem kleinen Stück. Hm. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme gleich die Spur da mal. Du müsstest heute. Achso, du bist da, gut, okay. Hast du noch eine Bahn hoch, kann das sein? Was? Eine Bahn musst du dann noch hochfahren, kann das sein? Genau, ja. Es geht sich nicht aus von der Breite her. Boah, abzusehen. Ja. Aber kannst du wenigstens dann ordentlich wenden. Danach, ja. Weil dann habe ich wieder. Ja. Und der Anhänger hat genug Platz. Auf der Position. Ja. Daher vorne geht es sich. Ist es sich gleich fast ausgegangen. Ich bin mir nicht sicher, weil ich fahre jetzt in der Cockpit-Ansicht. Ja, da vorne ist er sich ausgegangen. Da habe ich ein bisschen mehr weggenommen gehabt. Gut. So. Okay, ich habe gerade die Ur-Scheiß-Performance eigentlich. Na, es ist nicht so schlimm, aber mich wundert es gerade ein bisschen. Ich habe jetzt das Licht auch wieder abgedreht. Willst du auch ausmachen bei mir? Nein, eigentlich dürfte es nicht mal nichts machen, aber. Keine Ahnung, was er gerade hat. Aber das ist, nein, ich schaue in Richtung Hof, da ist es ja immer so dumm. Ja. Der Hof ist ein bisschen durch den Haufen, glaube ich, wo die PGA drunter ist. Ja. Ist der da ein bisschen Performance, weil jetzt habe ich auch wieder die volle Leistung, jetzt kann ich auch das Licht aufdrehen. Jetzt ist mir das egal. Hätte es vielleicht erstmal abtanken sollen, oder? Geht sich's aus? 50% habe ich gehabt. Ja, gut, da könntest du. Ach so. Ich komme nicht bis rauf, oder? Deswegen. Wird knapp auf jeden Fall. Halt zumindest nicht mehr. Oh, jetzt geht sich eh aus. Moment. Ich habe jetzt 70. Es wird knapp werden, ja. Dann schieben wir schon schön zurück. Ich habe dann schon mal jedes Stroh eingesammelt. Nach runter zu komme ich ein Stück schon, aber ich weiß natürlich hoch nicht ganz. Ja. Ja, gut. Zurück komme ich nicht. Obwohl ich glaube, ich komme nicht einmal ganz hoch. Ich habe jetzt 85, bin noch nicht ganz oben. Hm. Ja, egal, ist nicht so schlimm. So. Ja, die Bank will auch demnächst ihr Geld ein bisschen wieder zurückhaben, habe ich schon gehört. Ja. Es wird zwar noch ein bisschen, sie haben gesagt, sie lassen sich noch ein bisschen halt Zeit. Eine Woche circa. Nee, es ist doch schon voll. Ich bin schon zweit. Rückschieben. Ja. Na doch. Na gut, da fahr ich gar nicht erst so weit hin zu dir, glaube ich. Wie viel schaffst du rückwärts zu fahren? 7. Oh. Gut, ich schaff 10, das schaffe ich. Das geht schon. Du bremst kurz vor mir und dann. Da habe ich jetzt zufällig, weil der Beats mitmacht, jetzt auch altes Live. Ich weiß nicht, sagt dir wahrscheinlich nichts. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Und der ist halt gleich in der ersten Aufnahme, weiß nicht, 5. Minute oder so irgendwas, hat der Peter, glaube ich, einen Server-Lag gehabt, einen extremen. Und der Brahman ist halt mit Sicherheitsabstand hinter ihm gefahren und ist ihm aber durch den Server-Lag voll aufgefahren. Der Beatsmith hat nichts mitbekommen von den Auffahren. Bei ihm hat es nur so ausgeschaut, wie wenn
nichts gewesen ist, aber in Bramen sein Auto ist in die Luft gegangen. Ja, da. Den Anhänger mal ein bisschen näher gefahren. Oder? Ja, ich bin eh schon am Weg. Ich schieb dann gleich rückwärts zu dir. Mache ich gleich wahrscheinlich eine zweite Bahn davor. Ja, na, da kann ich nicht so weit vorfahren. Watch lieber schon da hinten. Ja, aber dann drehe ich nämlich so gleich irgendwie hinein, das soll sich ausgehen. Warte ganz kurz. Bauen wir meinen Ladewagen, glaube ich, ein Stück weg. Ne? Ja, kommst rum. Oder? Ja, passt. Aber du bist der. Da. Ah, es geht sich aus. Schon ein Stück vorfahren? Nein, nein, es passt schon. Ich hätte nur geglaubt, es geht sich nicht aus von der Höhe vom Rohr, wenn ich so knapp dran bin. Aber ich glaube, ich kann sogar noch knapp. Ja, es ist 10 cm Luft. Ja. Und noch ein bisschen Platz, ja. So. Ja. Das ist immer mit. Ich schon 8. Was? 8 Tonnen habe ich dann schon wieder. Tonnen. Ja, so ungefähr. Halt, du bist schon halb voll dann. Jupp. Ich glaube 16 oder so, 16 oder 18 gehen rein. 16, soweit ich weiß, oder? Ich guck mal fix. Ja. So. Leer. Du bist leer, was mit was? Du könntest ja dabei Stroh fahren. Kannst du mich stehen lassen. Mich stört er da nicht. Achso, ja stimmt, du fährst ja zurück, hast du gesagt. Ich fahre jetzt gleich nochmal hinauf, aber eine zweite Bahn einfach. Und nimm dann oben das kleine Eck nachher noch einmal mit. Gut. Anschalten, so. Ja, du hast noch ein Stück bis zum Anschalten. Ja. Nimmst den Reststrohbestand auch mit. Ja, bringt zwar gerade nicht viel. Was ich heute für scheiß Performance habe, das ist wirklich katastrophal. Ja, die schalte ganz kurz nur mit F2, ja, wirklich. Zeigt mir doch Afterburner kein Blödsinn an. Okay. Ja, bei mir geht's jetzt. Gewöhne mich dran. Ja, das so war schlimm. Gestern schlimm beim Guten. Da haben wir, oder war das am Samstag? Ah ja, gestern war Samstag. Da haben wir 35.000er Ping gehabt, kurzzeitig. Ja, ich hatte vorhin mal kurz 800, aber dann ging's. War nur ganz kurz. Jetzt habe ich um die 100, aber. Ja, ich hoffe es geht. So schlimm ist nicht. Es leckt. Ich rufe morgen sowieso schon wahrscheinlich an, weil das geht so nicht, was die aufhören bei mir jetzt gerade. Ich weiß nicht, was da los ist genau. Ja, ich habe schon wieder 65% drin hier. Ja, vielleicht ich Geld. 12. Schiebst du das komplett zurück, oder was? Jupp. Schieb jetzt auf deine Bahn. So. Naja, das Ernten wieder ansehen. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nachher Raps ansehen. Jupp, wäre nicht schlecht. Nicht, dass wir noch mal Gerste erwischen. Ja, lassen wir das nächste Mal eine Runde Gerste aus, oder? Es ist egal. Ja, eigentlich. Wenn, dann bleibe ich jetzt gleich in der Fruchtfolge drinnen und schaue, dass ich mich nicht vertue. Und wenn ich mich vertue, dann vertue ich mich, aber. Ja. Eine Länge sind 45. Wahrscheinlich fast 50% sehe ich gerade. Halt, wenn ich jetzt zurückfahre, bin ich schon wieder voll. Na doch. Wir brauchen einen zweiten oder einen größeren Drescher. Genau 50% habe ich gehabt. Ja, da geht's. Du musst auch vorgewendet drüben machen, ja. Ja, ich wollte jetzt da jetzt den kleinen Streifen da links von mir auch noch nehmen. Okay. Ja. Da wird nicht alles mit hier, was soll denn das? Ich hoffe, hinter mir ist eh immer luftfrei. Weil ich schiebe einfach nicht zurück. Nö, nee, ich bin auf der anderen Bahn, da geht's. Ich bin jetzt eh gleich voll. Ja, ich hab 53 schon wieder, scheiße. Ich glaube, dass ich da mehr reinbekomme. Achtung, ich bin jetzt gerade neben dir, gell? Ja, ich hab schon gesehen. Oh, jetzt kannst du wieder. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da eine zweite Bahn einfach fahre noch oder schon zurückfahre. Nein, ich mach da mal das Vorgewende einfach. Ja. Kannst mir du vielleicht den Anhänger auf die lange Seite rüberstellen? Geht. So in die Mitte circa, dann brauche ich nicht so weit fahren. Immer. Dann sollte das eher passen. Was ich mir auch schon überlegt habe, vielleicht ist, dass ich doch relativ bald ein paar Kühe mache. Aber deswegen, nur wenn man sozusagen, dass man, weiß nicht, da müsste man sich anschauen, was man so halbwegs an Equipment dazu braucht.
dass ich zumindest Silage verfütter. Weil nur mit halt Gras-Silage hätte ich da gedacht. Ja, ist klar, das Einfachste. Aber weil nur mit, weiß nicht, Gras oder Heu finde ich es ein bisschen, ja, komisch. Ja, Wasser haben wir ja auch, das ist eigentlich auch nicht das Problem. Und Stroh haben wir auch. Ja. Brauchen wir eigentlich nur... Soll ich schon was reinkippen? Nein, achso. Gut. Wir sollten einen Einstreuer dann irgendwie kaufen, wäre interessant. Wegen Ballen. Ja, aber darüber reden wir im nächsten Part, weil der ist schon wieder zu Ende. Ciao, Leute. Okay.